Hallo, willkommen zum Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in der heutigen Episode wartet ein Interview auf dich mit der wunderbaren Maria Christina Gabriel, die Autorin und spirituelle Mentorin ist. Und wir sprechen über Themen, wie man besser mit Angst umgehen kann, wie man eine bessere Beziehung zu sich und zum eigenen Körper entwickeln kann. Und du erfährst ein bisschen über den persönlichen Weg von Maria Christina Gabriel. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich total, heute einen ganz besonderen Gast als Interviewgast hier zu haben, und zwar Maria Christina Gabriel, die spirituelle Mentorin und Autorin ist und die gerade live über Skype aus New York mit mir spricht. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, vielen Dank. Hi. Magst du dich selber noch mal kurz mit 2, 3 Sätzen vorstellen, wer du bist und was du machst? Sehr gern. Genau, ich bin Christina Gabriel und ich bin Autorin des Buches Anleitung zur Selbstliebe und arbeite als spirituelle Mentorin. Und das heißt, dass ich Menschen helfe, sich selbst zu verwirklichen, indem sie ihren Seelenweg gehen. Also das, was wir im Allgemeinen als Seelenaufgabe verstehen, in ihr Leben zu integrieren. Und ich gebe Einzelsessions, habe Klienten überall auf der Welt und leite Workshops und Keynotes, mache Retreats, wie gerade auf Bali, und integriere sozusagen diese Arbeit in verschiedenen Ebenen. Das klingt super spannend. Das klingt so ein bisschen nach so einem Traumleben. Also ich liebe schon meine Arbeit auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht einfach nur ein Traum. Es steckt auch ganz viel Arbeit dahinter. Natürlich. Und ganz viel, was man reinsteckt und ganz wunderbare Dinge wieder zurückzubekommen von Leuten. Das ist ganz herrlich. Also es ist eine Arbeit, die sehr erfüllt. Das glaube ich absolut. Das kann ich total nachvollziehen. Und magst du ein bisschen mal von deiner Geschichte erzählen? Du bist spirituelle Mentorin. Wie kommt man dahin, spirituelle Mentorin zu werden? Ja. Und was genau heißt das? Also was genau bedeutet das? Genau. Also bei mir geht es wirklich in der Arbeit darum, immer wieder zu schauen, dass ich helfe sozusagen Leuten in diesen tiefen Kontakt mit sich und den eigenen Gefühlen zu kommen. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass ich selbst so einen Weg hatte, also mal sehr abgeschnitten war von meinen eigenen Gefühlen und Emotionen. Und ich bin sicherlich sehr, wie soll ich sagen, als geboren worden mit sehr ausgeprägten Sinn, also wenn man so will, spirituell, obwohl ich diesen Begriff ein bisschen schwierig finde. Mhm. Aber ich war sehr viel im Kontakt mit Engeln und komme halt eben auch aus einem Haushalt, wo das sehr gefördert wurde. Also bei uns wurde immer gebetet und Engel hatten irgendwie ihren Platz bei uns zu Hause und war sehr im Kontakt mit dieser Welt, habe viele Farben gesehen, also das, was wir als Aura wahrnehmen können. Yeah. Und hatte halt eben aber auch entsprechend große Probleme mit der normalen Realität und meinem Körper klarzukommen. Und hat mich immer sehr entfremdet von meinem Körper wahrgenommen. Also ich habe das mitunter als Strafe erlebt, in diesem begrenzten Raum zu sein, sag ich. Und das war ein ziemliches Abenteuer, würde ich mal sagen, weil ich ziemlich früh dann eben festgestellt habe, dass ich irgendwie anders an die Welt rangehe, als die anderen das machen. Und anders war irgendwie nicht besonders gut. Schien irgendwie nicht in Ordnung zu sein. Und habe dann geschaut, wie machen andere Menschen und Kinder das und wie nehmen die ihre Realität wahr, und habe mir das so ein bisschen abgeschaut, mich angepasst und verbogen, sag ich mal, und versucht, jemand zu sein, der ich so im Kern eigentlich gar nicht bin. Und das ging erstaunlich lange gut, bis dann halt irgendwie mein Körper mit Anfang 20 in die Revolte ging und ich ziemlich krank wurde über ein Jahr lang und nichts mehr so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das war ein ziemlich großer Turning Point, zu verstehen, dass das offensichtlich nicht der richtige Weg gerade ist. Und hattest du damals dann jemanden, der dir dabei geholfen hat, das herauszufinden, warum du zum Beispiel krank geworden bist? Weil oft ist es ja jetzt in der westlichen Welt so, also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich lange Hautprobleme hatte und ich das aber auch nie für mich so rausfinden konnte, was das war. Und die westliche Medizin sagt dann eben, ja, dann nehmen sie halt irgendwelche Medizin. Genau. Und oft ist das ja eigentlich, ja, behandelt ja nur das Symptom, aber überhaupt nicht die Ursache. Und wie hast du damals rausgefunden, dass diese körperlichen Symptome einen ganz anderen Ursprung haben?
Ja, das war ein ziemliches Abenteuer, dahin zu kommen. Also mir ging es da ähnlich wie dir. Ich war in ärztlicher Behandlung und man hat dann halt festgestellt, dass ich im Magen und Darm lauter Polypen habe. Und es gab ein ziemlich ernstes Gespräch, wo man mir gesagt hat, dass ich auf einem guten Weg bin zum Magenkrebs, wenn ich nicht schnell was ändere. Und das halt eben auch eine Situation ist, die man eigentlich erst so, sag ich mal, wenn man es in Altersgruppen festlegt, so ab einem gehobenen Alter, 40, 50 ja. plus bekommt. Und ich war ja gerade in 20 und das saß dann schon. Also das hat mir ein ziemlicher Bumerang so für mich. Und es ging mir so wie vielen. Ich war dann im Krankenhaus und ich wurde behandelt und dann schneidet man dieses Symptom raus oder ne, was auch immer das dem Einzelnen dann passiert. Und dann wird man ja quasi wie geheilt wieder entlassen in die Welt. So nach dem Motto, so ist jetzt alles wieder gut, hier hast du noch deine Tabletten und dann tschüss. Und da fing eigentlich die Reise erst wirklich an. Weil es ging einfach nicht mehr wie vorher. Also ich musste erstmal wieder meinem Körper vertrauen können und lernen, wie gehe ich mit meinem Körper und mit meinem inneren Prozess sozusagen um. Also ja. warum bin ich überhaupt krank geworden und wie kann ich jetzt überhaupt wieder einen normalen Alltag leben? Und es war dann wirklich sozusagen mein erster Schritt, mich selbst zu heilen. Und ich bin in verschiedene Ausbildungen gegangen, habe Workshops belegt und immer wieder mit dieser Idee, ich möchte verstehen, warum ich krank geworden bin. Und ich möchte verstehen, warum ich denn so ausgestattet hier auf die Welt gekommen bin und wie ich diese ganzen Dinge, die ich sehe und wahrnehme, in mein Leben integrieren kann. Weil irgendwie gehört das ja zusammen. Erklär mir bitte jemand, wie ich das machen kann. Das war sozusagen der Ausgangspunkt. Aber das ist ja schon mal total interessant, dass du sozusagen, dass du einen Schritt weiter gegangen bist von dir aus auch direkt, weil die meisten, wie du ja gesagt hast, die gehen dann aus dem Krankenhaus in Anführungsstrichen geheilt raus und haben aber 3 Jahre später genau dasselbe wieder, dann nur vielleicht in grün. Und da eben wirklich auch einen Schritt weiter zu gehen und wirklich zu gucken, okay, warum ist das eigentlich so, woher kommt das eigentlich? Und dann eben auch zu verstehen, dass Krankheiten ja oft ja psychosomatisch auch zum Beispiel sein können. Mhm. Klar. Und ich glaube, dass das sehr, sehr vielen Menschen so geht. Und ich kann mir vorstellen, dass, sag ich mal, auf der einen oder anderen Ebene, so wie ich gelernt habe, über Krankheit überhaupt erst meinen Körperwert zu schätzen und meine Gesundheit, das war mir vorher gar nicht klar. Solange alles funktioniert, ist es ja wunderbar, macht man weiter ne? so. Genau. Ja. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr vielen Menschen so geht, aber es ist halt eben auch ein, sozusagen den nächsten Schritt zu gehen, den Mut zu haben, da auch in eine Reflexion zu gehen und zu schauen, wie verhalte ich mich mir selbst gegenüber? Wie gehe ich mit mir um? Liebe ich mich überhaupt? Also wo nehme ich mich an und wo finde ich, dass ich absolut noch nicht gut genug bin oder mehr machen müsste und so weiter? Dieser Self-Talk. Ja, klar, absolut. Da mal wirklich hinterzuschauen und sich bewusst zu werden, was man da halt eben so mit sich selbst veranstaltet. Das ist dann halt eben auch so ein bisschen in sauren Apfel beißen oder in Zitrone, ich weiß nicht, wie auch immer man sagt. Also da geht es dann halt eben auch zur Sache. Absolut. Und was hat dir damals besonders geholfen? Also was war der Weg? Du hast dann gesagt, du hast unterschiedliche Workshops besucht und Seminare. Genau. Hattest du selber auch einen Mentor zum Beispiel in der Zeit? Oder also wie kam dann der Bogen zur Spiritualität? Der Bogen kam dadurch, dass ich angefangen habe mit einem Heilerseminar, das über ein halbes Jahr ging und wo man sozusagen an verschiedenen Wochenendblocks immer wieder sich diesem Thema der Heilung gewidmet hat. Und das hat sehr, sehr viel in mir bewirkt und eben so einen großen Erweckungsmoment, wie auch immer man es nennen möchte, also diese Feststellung oder Bewusstwerdung, hey, das alles hier bin ich und es gibt eine Möglichkeit, das alles in meinem Leben zu vereinbaren. Es geht jetzt einfach nur rauszufinden, wie ich das machen kann und das ist ein Weg der Freude und nicht des Schmerzes und des Leides und so weiter. Und es waren wirklich viele, viele kleine Schritte. Es folgte dann die Reiki-Ausbildung, die ich gemacht habe. Ich bin auf Reisen immer mal wieder mit Heilern in Kontakt gekommen. Also gar nicht so, dass ich es bewusst gesucht habe. Die Leute habe ich getroffen. Die sind dann einfach auf meinem Weg erschienen und haben mir wichtige Impulse mitgegeben. Und es ist ein spannenderweise ein Prozess, der sehr viel im Inneren stattfindet. Also gar nicht so sehr im Außen. Man kriegt dann vielleicht irgendwie bei dem einen oder anderen Workshop was mit. Aber wirklich die Frage ist dann, was macht man damit für sich selbst? Ja, absolut. Und dir ist es dann gelungen, über diesen äußeren Kontakt auch in deinen inneren Kontakt mit dir selbst zu kommen? Ja, also wirklich dieses tiefe Kontakt mit meinen eigenen Gefühlen, mit meinem Herzen zu sein und auch bewusst werden, wie lange habe ich mich eigentlich selbst vernachlässigt und habe diese Liebe bei anderen gesucht, im Außen, durch Anerkennung, durch Partner in der Familie und bin immer wieder leer gelaufen.
Weil das Wunder. Halt niemand anderes auch voll machen kann, ne? Das ist ja irgendwie dieser große Trugschluss, den wir alle so gerne hinterherlaufen. So, mach mich glücklich. Ja. Und es ist halt eben auch hinter eine Illusion zu schauen von Angst und von Sicherheit und was wir halt eben auch oft aus alten Verletzungen heraus uns zum Handeln bewegt. Und das ist bei mir wirklich, ich habe einmal alles umgedreht. Also ich habe alles geändert in meinem Leben, habe mich damals auch von meinem Freund getrennt, habe meinen Job gekündigt. Also es war wirklich so ein Weg von jetzt ganz oder gar nicht. Also wenn das eine nicht funktioniert hat, widme ich mich jetzt wirklich diesem Weg zu schauen, was für mich persönlich funktioniert. Und das hat ziemliche Wellen geschlagen in meinem Umfeld. Das glaube ich. Das ist ja das, was ich auch immer wieder feststelle. In dem Moment, wo man sich ja selber verändert, natürlich verändert sich dann das komplette System um einen herum. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, wo viele Menschen so große Angst haben. Dass sie wissen, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, wenn ich diese Fragen stelle und wenn ich anfange, mich wirklich mit mir auseinanderzusetzen, wird die Konsequenz wahrscheinlich auch sein, dass ich mich von der einen oder anderen Person trennen muss, dass ich vielleicht den Job wechseln muss. Und das sind so Sachen, die viele dann, glaube ich, doch eher so in diesem, ich nenne es jetzt mal so gemütliches Elend bleiben lassen. Ne? Das aber dann irgendwie langfristig einen vielleicht ja tatsächlich krank macht, weil es eben nicht das ist, was man eigentlich will. Man aber aus der Angst heraus nicht losgeht und sich eben doch nicht die Fragen stellt. Was hat dir damals geholfen, irgendwie diese Kraft zu finden? Naja, du weißt ja immer nur das, was du fühlst. Alles andere ist Interpretation und Auslegung und wie gesagt eben auch diese Angst vor den möglichen Konsequenzen. Ja. Und für mich war es, ich bin, sag ich mal, grundsätzlich schon so als Person jemand, die gerne im Kontakt mit der Angst ist. Also ich finde Angst einen ganz, ganz wunderbaren Kompass, mir zu zeigen, wo die richtige Richtung für mich liegt, weil Angst anzugehen und zu durchleuchten ist immer ein Moment der Expansion, also absolut, der Erweiterung des Wachstums. Ja. Und das habe ich irgendwie ziemlich früh geschnallt und das hat mir als Konzept, als Lebenskonzept, wenn man so will, bis jetzt sehr gute Dienste erwiesen. Und ich habe wirklich ganz bewusst gesehen, okay, da habe ich Angst vor, oder da versuche ich noch viel zu kleine Schritte zu machen oder ich verstecke mich und mache mich kleiner, als ich bin. Und dann wirklich zu sagen, ich fange da jetzt an. Ich gehe genau in diese Richtung und ich bin jemand, ich kommuniziere das auch. Also ich habe das damals beispielsweise auch sehr auf meiner Arbeitsstelle kommuniziert, was da gerade bei mir los ist und dass ich neue Wege gehen möchte und Sachen auch mal anders angehe als sonst und dass mir die Mittel Feedback geben möchten, wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas komisch wird. Also auch immer wieder im Austausch zu sein und offen. Du warst sehr transparent dann auch in deinem Prozess. Genau, die anderen halt eben auch abholen. Also oft genug schützen wir uns ja, weil wir Angst haben, uns wird dann irgendwas genommen oder Leute finden uns plötzlich blöd oder ich weiß nicht was. Je transparenter wir damit umgehen, dass wir gerade selbst was Neues lernen und über unsere eigenen Grenzen hinausgehen sozusagen, desto eher können andere mitgehen und diesen Raum halt eben auch für sich zu setzen, zu sagen, hey, ich bin hier gerade auf dem Weg in irgendwas Neues, in die Ungewissheit, aber ich lasse mich davon nicht aufhalten. Ich gehe trotzdem den nächsten Schritt. Kleine, viele Schritte, die mich zum Ziel bringen. Stark. Ich finde, ich habe letztens auch, ich feiere dieses Zitat so, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist, the quickest way out is always through. Also das hat immer, der schnellste Weg, wie du rauskommst, ist, indem du durchgehst. Und ich finde, das gerade mit Angst ist das eben dieses Phänomen, ne? Dass solange wir uns davor drücken und umso lang wir eben Angst vor der Angst sogar haben, umso größer wird es ja. Und umso schlimmer wird es. Und in dem Moment, wo man ja reingeht, stellt man fest, es ist gar nicht so schlimm. Und dann löst es sich auf, ne? Das ist ein bisschen wie diese Achterbahnfahrt, so bevor man dann runtersaust. Ja. Ich habe spannenderweise, als ich in Tibet war vor knapp 2 Jahren, da gibt es einen sehr, sehr spannenden Umgang mit der Angst, weil die haben das Wort, also der Begriff Angst heißt bei denen Dokpa und die Hoffnung heißt Rewa und das liegt bei denen zusammen. Also es gibt einen Begriff, die beide zusammenbringt, nämlich Redoc. Also Hoffnung und Angst gehören unmittelbar zusammen. Und wo das eine ist, ist das andere auch. Und ich fand das total leuchtend. Also das war so klar. Also immer wenn ich Hoffnung habe, habe ich auch Angst vor der Ungewissheit. Und immer wenn ich vor irgendwas Angst habe, liegt da auch eine Hoffnung hinter. Und das, total schön. Ja. Ich glaube, dass das ganz, ganz stark die Quelle unserer Zweifel und unserer, sag ich mal, der Art, wie wir mit uns selbst umgehen, so ist, gegen sich selbst zu arbeiten, weil wenn man sich halt eben auch nicht festlegen möchte und sich für etwas entscheidet in Hingabe und sagt, okay, diesen Weg mache ich jetzt, ich bin neugierig und lasse mich ein auf dieses Abenteuer,
dann sucht man halt im Außen immer weiter. Immer noch was Besseres möge kommen, immer noch eine tollere Option und vielleicht verpasse ich irgendwas, wenn ich mich jetzt festlege. Und dann hat die Angst halt eben die Übermacht. Ja. Und man kommt nie wirklich auf diesen eigentlichen Weg. Und das, glaube ich, einfach erstmal sich bewusst zu machen, welche Prägungen und welche Muster dahinter liegen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also für mich war es echt so, da sind mehrere Erkenntnisse zusammengekommen. Ich fand das auch total schön, wie du das beschrieben hast, dass du ja wirklich gesagt hast, dass du die Angst so zu deinem Kompagnon gemacht hast oder so zu deinem Begleiter, ne, zu deiner Kraft. Also das Angst ist ja auch so eine Energie. Das merkt man ja sofort, wenn man Angst hat, wie sofort alle Muskeln im Körper und da passiert ja so viel. Absolut, und in dem Moment, wo man diese Energie und diese Kraft für sich nutzen kann, ja, ist das, glaube ich, vielleicht ist das das, wo wir alle irgendwann mal hinkommen sollten. Weil, ja, ich glaube, im Kleinen wie im Großen. Also, weißt du, so manchmal sind es ja echt auch so diese Mini-Sachen im Alltag, wo wir einfach denken, nee, das mache ich jetzt einfach mal nicht, das mache ich morgen. Ja. Und sich dann echt zu sagen, so, hey, warum eigentlich gerade nicht? So, habe ich keine Zeit? Okay, ist eine Ausrede. Was genau liegt da eigentlich hinter? Also, sich wirklich bewusst zu machen, so, ich kann halt das Neue nicht einladen, wenn ich das Alte nicht loslasse. Ja, total schön. Ja, und das Loslassen ist, glaube ich, das, ja, was uns oft einfach Angst macht, ne? Weil in dem Moment, wo du loslässt, kann was Neues kommen, aber wir wissen ja nicht, was das ist. Ja, das Ungewisse. Das Ungewisse, ja. Ja, absolut. Also für mich war es super spannend, beispielsweise, wenn ich jetzt zurückblicke auf meinen Weg. Ich kann loslassen, nur indem ich meinen Körper mitnehme. Mhm. Und heute muss ich da echt drüber schmunzeln, wenn ich denke, so, mein Körper war halt das, was ich die ganze Zeit nicht annehmen wollte. Da schließen sich dann halt eben auch die Kreise wieder. Ich merke zum Beispiel bestimmte Situationen, ich kann aus meinem Kopf heraus nicht entscheiden, das und das mache ich jetzt nicht mehr oder das lasse ich los. Also wenn es so leicht wäre und man mit einem Schnipsen plötzlich irgendwelche Muster nicht mehr machen würde, das wäre phänomenal, aber würde uns halt eben auch um den Weg bringen, der Erkenntnis. Ich brauche den Körper und ich kann ganz wunderbar über bestimmte Körper arbeiten, mit dieser Energie arbeiten und Energie wandeln. Das ist was, was ich nicht nur einfach aus dem Kopf heraus mache oder aus dem Herzen, sondern ich brauche den Körper als Vehikel, um in diese Transformation zu gehen. Und da ist der Zugang für jeden anders und das ist wirklich auch mit einer Neugierde ranzugehen, zu schauen, was fällt mir leicht, womit habe ich Freude? Ja, war das für dich auch was dir dann geholfen hat, dadurch deinen Körper anzunehmen, dass du festgestellt hast, mein Körper ist, wie du gerade selber gesagt hast, sozusagen mein Vehikel für Veränderung? Also war das was dir dabei geholfen hat? Oder wie ist es dir gelungen, deinen Körper auch anzunehmen? Weil ich glaube, das ist ja das, womit auch ganz viele Menschen einfach Probleme haben. Also grundsätzlich würde ich sagen, diese Reise endet nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich am Ende meines Ziels bin, um Gottes Willen. Dafür werden noch so viele Sachen mit meinem Körper geschehen in Zukunft. Und mein Körper verändert sich ja auch immer wieder, genau wie meine Wahrnehmung. Aber klar, das bei mir ist zum Beispiel ganz viel das Tanzen. Also ich kann extrem gut einfach morgens durch die Bude tanzen zu meiner Musik und echt loslegen. Und ich liebe beispielsweise die Stopping Movements aus der Grinberg-Methode. Also wirklich auch bewusst den Körper, also vom großen Zeh bis zur Haarwurzel sozusagen, zu spüren und wahrzunehmen. Und mir hilft das mitunter auch viel, viel mehr als in eine Meditation zu gehen und irgendwo in Stille zu sitzen, weil ich brauche für bestimmte Tendenzen halt eben zur Verarbeitung diese Bewegung im Körper. Mhm. Und es ist ein Baustein auf meinem Weg. Also es hat mir ganz, ganz viel geholfen und es war eine große Erkenntnis, dass es so funktioniert. Man denkt ja immer, da muss es irgendwie laut Puff machen und dann hopst irgendwie ein weißer Hase aus dem Zylinder und dann hat man irgendwas geschnallt. Aber eigentlich ist es ja dieses Fühlen und dieses, okay, wenn ich das mache, dann fühle ich meinen Körper anders. Und das fühlt sich gut an. Und dann bleibe ich da am Ball. Ja. Und ist es jetzt so, also du hast dann, du bist dann losgegangen, du hattest dann diese Phase, diese Transformationsphase, so kann man das ja, glaube ich, so ein bisschen nennen. Wie lang ging das ungefähr, dieser Weg, wo du dich dann ganz stark mit dir und deinem Körper auseinandergesetzt hast? Also es fing wirklich mit Anfang 20 an und das ist immer noch mittendrin. Das hat nie auf. Also da muss man sich auch echt immer wieder klar werden, so ich bin Studentin und ich bin Lehrerin und ich nehme auf und ich gebe weiter. Und das lief bei mir alles parallel. Also ich habe das, genau wie viele andere das heute machen, neben meinem normalen Job gemacht, bin quasi morgens zur Arbeit gegangen und habe dann abends in Abendkursen und an Wochenenden halt eben diese Workshops und Seminare belegt und bin eine ganze Zeit halt eben auch mit diesem Schutz und dieser vermeintlichen Sicherheit
eines gut funktionierenden Business, in diesen Weg gegangen und habe erstmal beides parallel laufen lassen und das so Stück für Stück integriert und habe dann nebenbei schon mit Kollegen gearbeitet, die irgendwie zu mir kamen und mit Freunden und das, ne, wenn man einmal so diesen Weg ja öffnet, dann kommt ja ganz, ganz viel ins Fließen und ich habe mich aber auch lang genug versteckt, also da auch, sage ich mal, mich kleiner gemacht, als ich bin und war unsicher und durfte mit dieser Energie erstmal arbeiten, aus diesem völligen Verneinen und Ablehnen mir selbst gegenüber immer wieder so schrittweise sich zu öffnen und zu sagen, hey, das bin ja ich und ich fühle mich sicher, wenn ich mit anderen darüber rede. Mir passiert nichts, wenn ich sage, was ich wirklich fühle. Ja. Das ist in Ordnung und ich hatte einfach auch Menschen, die dann ehrlich waren und gesagt haben, so, es ist gerade krass, was du durchmachst und das, danke, dass du es teilst, auch wenn ich vielleicht nichts damit anfangen kann, aber ich sehe dich da, wo du bist und das macht Mut. Ja, natürlich. Total. Ja. Und du bist dann seit wann, also du hast dann deinen Job gekündigt? Mhm, genau, ich habe meinen Job gekündigt und dann bin ich noch meine Zeit in die Schweiz gegangen und habe nochmal, ich nenne es immer meinen Ego-Job, was gemacht, worauf ich eigentlich echt Bock hatte, so aus dem Kopf heraus, das aber überhaupt nicht stimmig war für mich. Und eine ganz, ganz lehrreiche Zeit. Und ich bin dann 2014 im Sommer aus der Schweiz zurückgekommen und bin schon quasi mit diesem Gedanken, ich mache das Retreat und ich gehe in diese Arbeit hinein, das hält mich nichts mehr zurück. Ich folge dieser Angst. Quasi zurück nach Deutschland gekommen und hab das Retreat gegründet. Und es war eine sehr, sehr aufregende Zeit, damals in diesen Prozess zu gehen. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so durchstartet, wie es das tut. Ja, aber das ist ja interessanterweise immer in dem Moment, wie du gesagt hast, wenn man sich seinen Ängsten stellt und da eben seinen eigenen authentischen Weg geht, dann öffnen sich ja Türen, wo man vorher überhaupt nicht geglaubt hätte. Da wusste man noch gar nicht, dass es diese Türen überhaupt gibt. Also, das ist ja dieses Phänomen. Und das ist ja das Schöne, was vielleicht diese Hoffnung dann ist in der Angst. Ja. Dass in dem Moment, wo man damit arbeitet, damit durchgeht und dann plötzlich was völlig Neues, viel, viel Größeres entstehen kann. Und was dann so im Einklang eben auch mit einem selber ist. Absolut, absolut. Und das, also ich habe immer wieder so dieses Gefühl, wenn aus meinem eigenen Weg natürlich heraus, weil ich nur das lehren kann, was ich selbst erfahre und mir gegeben wird, sag ich mal. Und es gibt einfach auch bestimmte Sachen, die man nicht nur über so ein reines Coaching oder eine reine Verstandsebene, sag ich mal, aufnehmen kann, weil oft genug einfach auch energetische Blockaden dazugehören. Und da gibt's vielleicht noch irgendwas aus einer Ahnenreihe, was dahinter hängt. Oder irgendwas, ich nenne das immer den Karma-Koffer. Ja. Also irgendwas, was man so mitgeschleppt hat. Ja. Und da kann man so viel wollen und möchte mit irgendwie. Dem Kopf. Und das funktioniert einfach nicht. Und man kämpft sich so ab und ist dann echt einfach auch so ausgelaugt. Und da gilt es wirklich einfach auch zwischendurch mal wieder in diesen Karma-Koffern zu gucken und zu filtern, was da eigentlich drin ist und wirklich auch über die Energiearbeit sich leichter zu machen. Ich habe es oft genug bei anderen Leuten jetzt erlebt, bei Klienten, wo man wirklich ganz große Entfaltungsmomente sieht, wenn diese Ebenen rausgenommen sind und das energetisch integriert ist und das die einfach dann durchstarten können. Das ist echt immer wieder ein wahnsinniges Glück und eine große, große Dankbarkeit, in diesem Feld zu arbeiten. Ja, absolut. Also ich kann dir da nur total zustimmen, dass das für mich, also ich bin überhaupt nicht so aufgewachsen wie du. Bei mir war dieses Thema Spiritualität quasi nicht existent. Mhm. Und für mich war das aber dann, also ist auch so dieses ganze Thema Energie und Energieheilung, wo ich die letzten 3 Jahre mit in Kontakt gekommen bin. Ja. Und was für mich auch Dinge aufgelöst hat, die, wo ich mit dem Kopf niemals hingekommen wäre oder mit dem Verstand. Mhm. Ja, genau. Und ich weiß noch, ich habe zum Beispiel vor einem Jahr mal eine Familienaufstellung gemacht. Mhm. Das war, also, du denkst so, ja, das habe ich alles geklärt. Ja. Mhm. Super. Gleich nochmal auf die Schulter. Ja, aber das war so interessant, einfach zu sehen, wie du mit dem Verstand eben Dinge irgendwo in dir weg verschließt, die du aber die ganze Zeit mit dir rumträgst. Und die einen dann eben zum Beispiel wirklich krank machen können, dass du Bauchschmerzen kriegst, dass es über die Haut, wie auch immer. Irgendwie findet der Körper ja die Wege, diese Energie rauszuleiten. Ja. Und wo du mit dem Kopf einfach nicht hinkommst. Und deswegen, also würde mich auch mal interessieren, wie deine Einschätzung ist, ob das auch was ist, was so in den nächsten Jahren in der westlichen Welt irgendwie mehr Anklang finden wird. Oder, weil ich, also für mich war das
einfach total schön zu sehen, dass das ein wahnsinnig starker Heilungsweg ist oder da ganz viel Heilungspotenzial in der Energieheilung ist. Aber mich hat das so traurig gemacht, dass es so schwierig ist, das zu finden. Das kenne ich, das Gefühl. Ja, also für mich war das wirklich ich hab so viel gegoogelt und mir das dann irgendwie auch gesucht. Ja. Also natürlich auch, ich habe gesehen, du machst jetzt ja, glaube ich, auch so eine Ernährungsausbildung. Genau, ich mache das Holistic Nutritioning. Genau. Und das war bei mir eben auch, dass überhaupt dieses ganze Thema Basen, Säurehaushalt im Körper, all diese Dinge, die einem ja, also das erzählt dir ja kein Arzt. Ja, ne? Und das ist immer wieder so krass, dass man denkt, eigentlich, wir müssen, keine Ahnung, das Schulsystem reformieren und auch diesen Umgang halt eben mit uns selbst viel, viel eher lernen. Ja. Du wirst ja einfach rausgeschickt in diese Hektik, in diesen Stress sozusagen mit all dem, was halt eben die Werbung und das alles uns erzählt. Aber wie wir wirklich mit uns selbst in so eine Selbstliebe, Self-Care, wie auch immer man es nennen möchte, geht, das, wo lerne ich das? Ich kann es nur über mich selbst erfahren und Impulse nehmen und Neugierde haben und mich auf diesen Weg machen. Ja. Aber ich sehe es jetzt beispielsweise, also hier in New York ist es ein Feld, wo quasi letztes Jahr noch ein Deli an der Ecke war, ist heute ein Meditationszentrum. Ach, super. Und die poppen hier quasi sozusagen an jeder Ecke gerade auf, aber im besten oder im positivsten Sinne. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles wahnsinnig positiv ist, sondern ich möchte sagen, dass dieses Feld und die Nachfrage offensichtlich da ist. Und das, was ich mir bis jetzt hier angeschaut habe, eine große Tiefe hat. Also ich bin sehr überrascht in den Kursen, die ich jetzt hier mir angesehen habe, in den Vorträgen, dass das, was wir vielleicht im Außen als Oberflächlichkeit bei den Amerikanern wahrnehmen, hier wird ordentlich, sage ich mal, im besten Sinne die Hose runtergelassen, die Seele darf sich zeigen, man spricht hier sehr öffentlich über Themen, wo es bei sich selbst nicht so läuft, wo man Angst hat, vor Herausforderungen steht oder wirklich auch in so alten Verletzungen verharrt. Und das wird hier nicht einzeln gemacht, sondern wird sich wirklich, man stellt sich hin und sagt, hey, das ist das, wo ich gerade unterwegs bin und ich bin bereit, zeigt mir, wie es geht, wie kann ich weitermachen. Und es öffnet für uns alle die Möglichkeit zu lernen. Also ich liebe dieses Zitat von Ramdas, we all just walk each other home. Ja, das ist schön, ja. Du bist genauso wie ich und ich bin genauso wie du und ich bin so aufgewachsen, wie ich es bin, weil ich die Lehren brauchte und du hast deine bekommen. Und am Ende des Tages können wir nur voneinander lernen und uns gegenseitig diese Türen öffnen und uns zeigen, dass alles, was wir haben und alles, wonach wir immer suchen, schon längst in uns ist. Und es halt eben einen Weg gibt, diese inneren Türen zu öffnen und diese Impulse sich abzuholen. Ich glaube, da haben wir Nachholbedarf im Westen. Absolut. Ja, ich glaube auch. Ich habe da im letzten Jahr habe ich da so viel drüber nachgedacht, dass wir wir lernen ja von klein auf, dass wir getrennt sind alle voneinander und dass wir so unterschiedlich sind und als hätten wir alle irgendwie, als wären wir, dabei sind wir alle so gleich. Wir haben alle genau die gleichen Sorgen, wir haben alle genau die gleichen Ängste und trotzdem haben wir alle so Angst davor, diesen Teil zu zeigen. Genau. Während in dem Moment, wo man ja darüber spricht, wo man sich zeigt, wo man sagt, was die eigenen Sorgen sind, was die eigenen Ängste sind, in dem Moment passiert ja so viel. Und in dem Moment ist es ja wie mit der Angst, plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Also, genau. Ja. Und die Verbindung ist da. Also diese Gemeinschaft, dieses Gefühl von, okay, ich kann mich zeigen und ich bin angenommen. Ja. Und das ist halt eben auch immer wieder der Spiegel. Also das, was ich im Außen erlebe, ist ein Grundelement in mir und andersherum. Ja. Und ich merke das ja selbst. Also ich glaube, man kann ja wirklich immer nur bei sich selbst anfangen. Und wenn ich nicht morgens, wie gesagt, durch die Butze tanze oder in die Mantren hineinhöre und mitsinge. Also ich spinne dann. Also ich merke wirklich, ich werde wahnsinnig unruhig. Ja. Ich bin total genervt schnell und stehe so richtig neben mir und habe mich dann von mir selbst wegentwickelt. Und das ist klar, das Zeichen ist dann da und die Frage ist, was mache ich damit? Ja. Nehme ich mir die paar Minuten und setze mich nochmal hin und komme wieder zurück zu mir und gehe diesen Weg? Oder sage ich halt, nee, ich bin gehetzt, ich habe keine Zeit, ich mache einfach weiter und entwickle mich dann quasi immer weiter davon weg. Ja. Und ich glaube, wenn einem diese Schritte bewusst werden, dann kann man halt eben nur bei sich selbst anfangen und sagen, okay, ich nehme mir die Zeit und dann sind es halt 5 Minuten, aber die habe ich. Und wenn jetzt gerade zum Beispiel jemand zuhört, der, ich sage jetzt mal so wie ich, vor 4 Jahren komplett mit dem Kopf unterwegs ist, ja, und versucht irgendwie alles über den Verstand zu klären, aber feststellt so, ich merke, das ist es eigentlich nicht und ich merke, ich stoße an meine Grenzen.
Ja. Was würdest du sagen, was hilft, um so einen Zugang so zu dieser eigenen Spiritualität zu finden oder zu diesem, mhm. du hast es Seelenweg genannt. Genau. Was hilft, um überhaupt mal diesen Zugang zu finden oder, also, weil ich glaube, das ist das, was den meisten, was so schwierig ist, überhaupt zu wissen, ja. wie finde ich das und wovon reden die überhaupt? Was meinst du mit Gefühlen? Ich fühle das. Was würdest du sagen, was hilft da am Anfang, um überhaupt mal in Kontakt mit seinem Kern zu kommen? Also ich glaube, der Weg ist immer die Auseinandersetzung mit sich selbst, da anzusetzen, wo man gerade ist und das, was momentan so den größten Raum einnimmt im Kopf. Ne? Worüber machst du dir gerade die meisten Gedanken? Welchen Traum hast du vielleicht? Auch was verwirklicht sich gerade noch nicht so, wie du es vorgestellt hast? Genau diese Situation nehmen und da wirklich in eine Bewusstwerdung zu gehen. Also dir anschauen, wie reagierst du und was löst es eigentlich in dir aus, wenn Dinge vielleicht nicht so laufen oder auch genauso plötzlich funktioniert alles auf einmal richtig gut. Das kann einen ja auch total unsicher machen. Absolut, so, hä? Ja. Warte, da muss gleich irgendwas ganz Schlimmes passieren. Das sind ja alles Prägungen und Muster, die wir uns selbst einreden. Und da wirklich sich, also bei mir ist es ganz viel, ich empfehle mal hinsetzen und schreiben, weil, und auch gar keinen Fall am Handy oder Rechner, sondern so aus der Hand heraus in dieser Energie schreiben. Und sich diese Dinge zu Herzen zu nehmen, was kommt da eigentlich? Was macht mir wirklich Angst? Wo stehe ich da gerade? Was fließt in Leichtigkeit zu mir? Was fällt mir leicht? Und wo kämpfe ich? Und sich wirklich Zeit nehmen zu reflektieren und zu schauen, welche Lehre liegt da für mich hinter? Ich kann mich ganz viel aufregen über Dinge, die nicht gut klappen oder über andere Personen, aber eigentlich geht es darum zu sehen, was für eine Lehre liegt dahinter und wie fühlt sich das für mich an? Und diesen Prozess ist ein bisschen wie Radfahren lernen, wie Schwimmen lernen und Gehen lernen. Es braucht seine Zeit, es ist ein Prozess. Nicht aufgeben, immer wieder sich bewusst werden, okay, so fühle ich mich damit. Und diese Gefühle kann ich transformieren, indem ich mir Zeit dafür nehme, dem Raum gebe, dem Platz gebe und nicht einfach weitermache wie vorher. Ein ganz, ganz wichtig. Also es ist wirklich elementar, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist ein Weg, sag ich mal, der tiefen und bedingungslosen Liebe. Dass alles eigentlich Liebe ist. Und da, wo ich Angst und Schmerz erlebe, da fließt einfach die Liebe nicht. Ja. Und dafür kann ich mir Zeit nehmen und mein Herz öffnen und schauen, was brauche ich da? Wie kann ich den nächsten Schritt gehen? Total schön. Ja. Und du hast vorhin gesagt, wir wollen so oft das Neue, aber das Alte dabei nicht loslassen. Mhm. Ja, was kann ich gut von mir selbst. Ich auch. was hilft beim Loslassen? Wie kann muss Loslassen schwer sein? Ganz provokativ gefragt. Sehr eine rhetorische Frage, ja. Genau das ist halt eben so die Basis gewesen, warum ich damals diese Anleitung zur Selbstliebe geschrieben habe. Weil es gibt eben für jeden Menschen anderen Zugang. Und jede Situation erfordert auch etwas anderes, weil man in einem anderen energetischen Feld ist sozusagen. Und Bewusstwerdung, wenn wir mal in dieser ESO-Sprache bleiben, Bewusstwerdung, wer bin ich und was brauche ich in der Situation, kann mal sein, dass ich über den Körper irgendwas machen darf. Auch eine Massage kann manchmal Blockaden lösen, loslassen, dass man wirklich so rausknetet aus dem Körper, sage ich mal im besten Sinne. Es kann aber auch manchmal sein, dass man sich vielleicht eine Auszeit nimmt und mal 2-3 Tage nur für sich ist und in ganz, ganz tiefen Zustand geht, sich mit sich selbst mal wirklich 100% zu beschäftigen. Das sind wirklich verschiedene Wege, die dahin führen. Und ich bin ein großer Befürworter von Beten. Sich wirklich auch die Unterstützung holen, die du brauchst und auch in diesem tiefen Bewusstsein zu sein, ich bin nicht alleine. Egal wie schlimm das gerade ist da draußen, was auch immer ich gerade erlebe, ich bin zutiefst nicht allein. Und ich kann durch Gebete und ich kann mich in diese Energie, in dieses Aufgehobensein bringen, indem ich diesen Zustand zulasse, indem ich in dieses Gebet gehe und vielleicht habe ich einen Schutzengel, mit dem ich sprechen möchte und um besonderen Schutz bitte oder um Liebe, genau diese Wege auch nutzen und sich nicht denken, das bringt doch eh alles nichts, sondern ganz im Gegenteil, loslegen, ausprobieren, neugierig sein. Ja, absolut. Ich finde das ist total schön, was du sagst. Und bei mir war das auch ganz lange so. Ich habe auch immer, ich wusste, ich habe einen Schutzengel, aber irgendwie habe ich mich immer nicht getraut, das irgendwie zu sagen. Ich dachte, es ist halt irgendwie auch so, ja. Absolut. Und
Ja, mittlerweile ist es für mich das schönste Gefühl der Welt, einfach zu wissen, dass einfach ein Schutzengel da ist. Und ich einfach weiß, wenn ich mir überlege, in was für verrückten Situationen ich in meinem Leben schon gewesen bin, ich muss einen Schutzengel haben. Also es geht wahrscheinlich sogar eher 2 oder 3. Weil ansonsten, ja, wäre ich wahrscheinlich einfach nicht mehr hier. Das ist so, dieses Vertrauen einfach zu haben, ich finde es auch so schön zu wissen, man ist einfach wirklich nicht alleine. Und gerade diese Kraft von Glaube, von Gebeten, was ja auch was ist, was unsere Generation komplett verloren hat. Ach, das glaube ich nicht mal. Ich glaube, dass ganz viel Verwirrung da ist, dadurch, dass es so wahnsinnig viele Optionen gibt, was man jetzt nicht gerade machen soll. Dass man halt eben mehr auf dieser Suche ist, was passt da eigentlich für mich? Und manchmal ist halt eben auch zu viel machen. Genau das Gegenteil. Auch zu viel zu machen ist ja eine Ausrede. Ich mache mir so viel, mein Leben mit so vielen Dingen voll, dass ich keinen Überblick mehr habe. Ich glaube dadurch, dass die Kirche nicht mehr das ist, was es für lange Zeit war, sicherlich so was ganz Beständiges und so ein Gemeinschaftssinn halt eben auch entfallen ist. Ja. Ich glaube aber, dass die Suche danach genau die gleiche ist, die wir schon immer haben. Also dieses, ich möchte in Verbundenheit sein, ich möchte spüren, dass da mehr ist als nur ich und mich so im Kern auch irgendwas erfüllt. Das macht uns im Kern aus, weil wir das sind, weil wir einfach Licht sind und fließen wollen und Gemeinschaft wollen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo sich einfach die Zugänge geändert haben, dadurch, dass wir uns weiterentwickeln. Absolut. Ich glaube auch, dass das was ist, was gerade so ein Erkenntniserwachen vielleicht auch so ein bisschen ist in unserer ganzen Gesellschaft, dieses, ich möchte überhaupt nicht allein sein, sondern ich möchte in Gesellschaft sein. Und dieses offen auch dieses Bedürfnis anzuerkennen, in Gemeinschaft sein zu wollen und wie gut das ja auch tut. Es ist ja nachweislich so, dass jede Berührung, jede Umarmung unser Körper so viele Glückshormone ausschüttet. Total. Weil wir brauchen das einfach. Und ich glaube auch gerade jetzt hier in so einer Stadt wie Berlin, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in New York ist, aber ich glaube auch, dass das, ja, auch das krank machen kann oder sehr ungesund ist, sich so zu isolieren und so dieses, sich sowohl emotional als aber auch räumlich so abzukapseln und so dieses Ego-Ding zu fahren, weil das eben so gegen unsere eigentliche Natur ist. Ja. Was mich hier sehr berührt hat, was ich jetzt im ersten Monat in New York wirklich häufig sehe, ist, wie die Leute beispielsweise mit Obdachlosen hier umgehen. Mhm. Also völliger neuer Zugang für mich. Hier gibt's wirklich, also die Leute gehen und kaufen Getränke und essen und geben es den Obdachlosen, setzen sich mit denen mit auf die Straße oder berühren die, fassen mal irgendwie an die Schulter und sagen, hey, wie geht's dir heute? Was brauchst du? Ich hol dir was. Diese Integration von den Dingen, wo wir vielleicht nicht so gerne hingucken wollen, auch im übertragenen Sinne, findet hier echt auf einer völlig anderen Weise statt. Und es berührt mich unglaublich, das zu sehen und auch mir selbstbewusst zu werden, wie ich damit sonst umgegangen bin. Und das ist halt dieses ständige Lernen, also dieses ständige Beobachten, was passiert da und sich zu überlegen, was macht das mit mir? Wie gehe ich damit um? Wie wirkt das auf mich? Welche Gefühle holt das hinauf? Und ich habe jetzt hier vor kurzem einen Kurs gemacht, einen Workshop zur Positive Psychology und hatte einen ganz, ganz tollen Professor und der hat diesen Kurs quasi eröffnet mit den Worten, ihr alle, die hier sitzt und positive Psychologie lernen wollt, ihr seid alle durch irgendwelche Tiefen gegangen, ihr habt alle irgendwelche Traumata erlebt, ihr kennt die Dunkelheit, deswegen wollt ihr das Licht. Ja, und schön. Das ist es ja. Also genau, wie gehe ich mit meinen persönlichen Schatten um oder mit meinem persönlichen mit meiner persönlichen Dunkelheit sozusagen, da wo ich halt eben nicht so gerne hingucke. Ja. Und was mache ich damit? Total schön. Das eine braucht das andere. Ja, absolut. Das Licht kann sich nur erkennen, wenn es die Dunkelheit gibt. Genau. Also, das war das Schöne. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch gelesen hast, Gespräche mit Gott. Ja. Und da hat er ja auch diese Metapher von dem kleinen Licht, was sich erkennen will und er deswegen dann die Dunkelheit erschafft. Und das fand ich auch so schön, weil ich denke mir eben auch immer, wir erkennen uns ja gerade in dem, was wir nicht sind. Also wir können uns ja nur erkennen in unserem Gegenteil oder in dem, was wir nicht sind. Ich habe mal von einer Freundin das Kinderbuch davon geschenkt bekommen. Ach, cool. Und das ist unglaublich toll. Also jeder Erwachsene sollte mal in dieses Kinderbuch reingucken. Von Gespräche mit Gott? Genau. Das kenne ich Da gibt's quasi die beiden Seelen, die sich unterhalten, also die noch zwei Engel sind. Und da geht's um Seelenverträge und wie die beiden miteinander ausmachen, was sie da jetzt in dem neuen Leben, das sie bald leben werden, miteinander halt eben vereinbaren. Was passiert da unten mit uns? Und das ist ein ganz, ganz tolles, wirklich, das ist ein Kinderbuch, aber es ist für uns alle, jede Altersgruppe.
um zu verstehen, was bestimmte Menschen auch als Lehrer in unserem Leben eigentlich bewirken wollen. Ja, das lerne ich gerade auch, alle Menschen als Lehrer zu betrachten und einfach mal zu gucken, was möchte mir dieser Mensch gerade beibringen? Warum? Wenn man damit gerade so gar nicht einverstanden ist, was passiert? Regelmäßig um die Ecke. Ja, absolut. Magst du mir noch ein bisschen was über dein Buch erzählen? Ja, was finde ich da drin und für wen ist das Buch und wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Naja, die Idee war wirklich mein eigener Weg. Ja. Also wie gesagt, ich lehre immer das, was ich selbst erfahre und gelernt habe. Und bei mir war es wirklich, oder ist es auch immer noch, dieser Weg zur Selbstliebe. Und was dieses Buch umfasst, sind verschiedene Zugänge und Wege dahin. Also von der Meditation, von verschiedenen Ritualen, also ich liebe Rituale und ich bin eine ganz, ganz große Freundin davon, auch Dinge zu verbrennen und Dinge einzufrieren, funktioniert auch wunderbar, oder in Wasser zu geben. Da gibt's so kleine Hilfsmittel, die möglicherweise sehr schräg sich anhören, aber wunderbar funktionieren. SOS-Lösungen, wenn ich gerade irgendwo in Punkten bin, wie einer Trennung oder mein Job. Sag mal, was ist denn so da mal so eine SOS-Lösung? Das hilft, glaube ich, jedem da. Ja, ganz, ganz toll. Mantren, Mudras sind ganz gut. Also diese Fingerbewegung an bestimmten Punkten zu sein. Und wirklich Gebet. Also ich hab 2, 3 Gebete, wo ich immer wieder von Klienten das Feedback bekomme, Leute, die mein Buch gekauft haben, so: Danke, weil gerade, ich komme gerade von der Arbeit, sitze im Bus, schlechte Nachricht, könnt heulen. Ich habe dein Buch rausgeholt, habe mir das Gebet durchgelesen, mir geht's besser. Weiß nicht, was das gemacht hat, aber ich wollte dir mal ganz kurz Danke sagen. Und das bin ja nicht ich. Also ich habe dieses Wort vielleicht dahingeschrieben, aber das, was die Energiearbeit ist, ist das, was die Leute damit machen, das anzuwenden. Und das sind wirklich Tools und Methoden, wo du hands-on gleich loslegen kannst, weil ich bin keine Freundin davon zu sagen, du musst irgendwie eine Woche, keine Ahnung, in den Dschungel gehen, um eine Erkenntnis zu haben, sondern fang da an, wo du bist. Und dieses Buch gibt dir die Tools, die du brauchst, um loszulegen. Okay. Und es erklärt natürlich meine eigene Geschichte, also meine eigenen Wendepunkte und was halt eben funktionieren kann, wenn man diesen Mut hat, loszulegen und wo einen die Reise hinbringt, auch wenn es mal wackelig ist. Schön. Richtig schön. Und wenn ich das Buch jetzt kaufen möchte, wo finde ich das? Das ist ein E-Book, also es ist ein digitales Buch. Und das Buch selbst kommt mit einem zugehörigen Workbook. Das heißt, ach, da gibt es was richtig zur Sache. Da ist ein Coaching-Teil integriert, wo du wirklich auch herausfinden kannst, wo fange ich persönlich eigentlich an? Also wo stehe ich denn in Bezug auf meine Selbstliebe und den Umgang mit mir? Und in diesem Workbook sind halt eben nochmal alle Tools zusammengefasst und es geht mir wirklich darum, dass dieses E-Book nicht ausgedruckt wird. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Save the Nature. Wenn ihr wollt, druckt euch das Workbook aus. Das kann man wunderbar doppelseitig machen und dann echt irgendwie neben die Yogamatte legen oder neben den Altar zu Hause. Und dann hat man die Sachen immer wieder griffbereit, wenn man in irgendwas reinschauen möchte und loslegen will morgens. Cool, sehr schön. Ich finde es auch immer gut. Also ich habe auch schon so viele Bücher, so alle möglichen Selbsthilfebücher gelesen. Und das ist, ich finde, es gibt immer gute Impulse, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn du einfach arbeitest. Also wenn du selber was aufschreibst und das ist nochmal eine ganz andere Form von Reflexion, die glaube ich, nochmal ganz, also was ganz anderes bringt, als einfach nur das so rein kognitiv irgendwie zu verstehen und zu lesen. Ja, und auch diese Bewusstwerdung, es gibt halt nicht diese eine Pille, die alles richtig macht, ne? Ja. So, genauso gibt es nicht diesen einen Zugang, der immer zu funktionieren hat, sondern deswegen sind es halt verschiedene Ebenen. Schau, was du gerade brauchst. Was braucht dein Körper? Was braucht deinen Kopf, gerade um den nächsten Schritt zu gehen? Und fang an. Also du kannst noch so lange warten, du wirst dich niemals bereit fühlen. Es wird niemals der Punkt, wo du denkst, jetzt bin ich aber so. Start before you're ready, auf jeden Fall. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja. Und du hast vorhin von Ritualen gesprochen, die du hast. Gibt es Sachen, wo du sagst, das sollte man irgendwie, sollte jeder einfach in seinen Alltag integrieren, weil es einen stärkt, weil es einen auf eine andere Energiefrequenz bringt? Also das wäre, wenn dann überhaupt wirklich sich diesem Herzen zu widmen. Die Ebene, der Weg, den Zugang, wie auch immer, den du dafür findest, das sollte dein eigener sein. Ich bin überhaupt gar kein Freund von Dogmen, und zu sagen, so wie gesagt, das ist der eine mögliche Weg, sondern nimm dir Zeit und finde in diesem Raum
ob es über das Gebet ist, über das Tanzen, über du singst vielleicht, was auch immer es ist, aber was dich in diese Herzensfreude bringt, das ist der richtige Zugang für dich. Und find raus, was das heute ist. Leg heute los. Egal wie spät es ist, fang jetzt damit an. Geil. Das finde ich schön. Das ist, glaube ich, auch ein richtig schöner Abschluss. Das ist fantastisch. Ich habe aber noch meine drei Abschlussfragen, die ich dich gerne stellen würde. Und zwar zum einen, gibt es ein Buch, was du jemandem empfehlen würdest? Also was ist das Buch, wo du sagen würdest, must read? Das hat was bei mir in meinem Leben verändert. Das wäre auf jeden Fall von Christiane Northrup das Buch, und zwar Frauenkörper, Frauenweisheit. Mhm. Und ich glaube auch ganz, ganz wichtig, dass es nicht nur für Frauen ist. Es ist ein ziemlicher Wälzer. Mein Mann hat zum Beispiel auch gelesen, hat mir danach gesagt, so, es wird mir einiges klarer. Also auch da so diesen Fokus mal zu vergrößern. Das ist echt grundelementares Literatur sozusagen. Wie gehe ich mir eigentlich mit mir um? Und welche Zusammenhänge hat eigentlich mein Körper, meine Ernährung, mein Sein, meine Weiblichkeit mit dem, was ich in meinem Alltag lebe und wie ich dem Leben begegne? Okay. Absolutes Must-Read, auch wenn es groß ist und ein dicker Wälzer. Immer wieder rausholen und nochmal reinlesen, wo du gerade bist. Das findet man immer irgendwas drin. Super. Den Titel von dem Buch und die Autorin schreibe ich auf jeden Fall in die Shownotes, dass ihr euch das auch nachlesen könnt, wenn ihr das gerne bestellen möchtet. Mhm. Und die nächste Frage ist, gibt es ein Lieblingszitat, gibt es ein Mantra, was du benutzt für dein Leben, was dich stärkt? Also es gibt ganz, ganz viele. Ich glaube wirklich jetzt gerade, weil ich selbst in dieser starken Transformationsphase bin, ist es dieses von Ram Dass, we all just walk each other home. Also diese tiefe Erinnerung, alle, die mir gerade hier begegnen und auch die neuen Menschen, die mir hier in New York sozusagen begegnen. Wir kennen uns alle und wir erinnern uns einfach nur daran, wo wir gerade sind und dass wir nach Hause kommen können. Total schön. Und die letzte Frage, welchen Ratschlag würdest du deinem 10 Jahre jüngeren Ich geben? Oh, sei gelassener, genieß das Leben. Alles ganz so schlimm. Können wir es wahrscheinlich sogar heute auch zu Herzen nehmen. Kann man sich nochmal auf den Post-it schreiben. Schön. Vielen, vielen, vielen Dank für das tolle, inspirierende Gespräch. Ich fand es wunderschön. Und ihr findet alle Infos zu den Buchtipps, die es jetzt gegeben hat, in den Shownotes. Und magst du nochmal deine Webadresse sagen, wo man dich findet, wo man deinen Blog findet? Genau, das ist www.retreat-berlin.com. Und zum Retreat Berlin bei all den wunderbaren Social-Media-Sachen. Okay, wunderbar. Und bist du irgendwie demnächst auch nochmal in Deutschland? Gibt es die Chance, bei einem Workshop teilzunehmen? Ist irgendwas geplant dieses Jahr bei dir? Dieses Jahr werden alle Workshops hier in den USA stattfinden, an ganz tollen Orten, also beispielsweise in Woodstock und in Kalifornien. Nice. Dazu gibt's bald sehr viele neue Informationen, alles in der Arbeit. Am besten mein Newsletter abonnieren, da erfahrt ihr am ersten, was passiert und wo die nächsten Workshops und Retreats stattfinden werden. Super. Klingt super toll. Ich bin gespannt. Schön. Sehr dann schön. Wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Nee, wie viel Uhr ist es bei dir jetzt gerade? Ist wahrscheinlich jetzt 10:11. Okay. Ja. Hier ist es schon dunkel. Mit einem blauen Himmel wieder draußen. Vorhin hat es kurz geschneit. Schön. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank. Tausend Dank für das tolle, informative, inspirierende Gespräch. Ich bin ganz energetisiert und freue mich, es bald zu veröffentlichen. Tausend Dank. Alle Büchertipps und Links zu unserem Gespräch findest du in den Shownotes zu diesem Podcast. Für mehr Inspiration kannst du jederzeit auf meine Webseite gehen unter www.lauraseiler.com oder folge mir auf Instagram @lauraseilercoaching. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn gern und bewerte ihn hier auf iTunes. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, hoffe, dass wir dich mit diesem Gespräch auch ein bisschen inspirieren konnten. Rock on, Namaste, alles Liebe, deine Laura.